sind in diesen Tagen natürlich hier vor allem in Nordrhein-Westfalen nur 2 Meter von der holländischen Grenze entfernt sehr beunruhigt. Heute Morgen Titelseite TAZ. Grüninnen im Clinch. Von Ihnen aus zu Hause gesehen links, das ist Bärbel Höhn, unsere großartige Umweltministerin hier aus Nordrhein-Westfalen. Die Frau, die das alles hat kommen sehen mit BSE und Maul- und Klauenseuche, die jahrelang schon gewarnt hat, aber man wollte es nicht hören. Und die Frau daneben ist die Renate. Renate Künast, die neue Powerministerin für Umwelt, Stromversorgung, Pflegeversicherung, moderne Kurzhaarschnitte und gesunde Wurstbrote. Und es ist Folgendes. Beide sind in derselben Partei, aber sie, man kann nicht sagen, sie gehen aufeinander los. Man kann nicht sagen, es ist diese Stutenbissigkeit wie im Büro bei Ihnen. Nein, nein, es geht um Inhalte. Es ist eine kontroverse inhaltliche Diskussion. Und zwar sagt Renate Künast, ich weiß nicht was, aber ist auch wurscht, und zwar... Man wirft vor, der Bundesgrenzschutz hätte das nicht genug abgesichert, sagt Bärbel Höhn an der Grenze. Dadurch hätte dieses Virus nachts verkleidet mit Rucksack reinschleichen können. Hätte man gesagt, Moment mal, sind doch ein Virus, Papiere. Aha! Und da hat schon unser Innenminister Otto Schily, früher Grün, jetzt SPD, früher Anwalt, jetzt mit Polizeiuniform, teilweise bei gewissen Terminen, sagt, Bärbel Höhn sollte wirklich dankbar sein für das, was der Bundesgrenzschutz tut. Wir sind nur kleine Wähler, wir können das nicht beurteilen, aber wir sind natürlich in Angst, dass zwei so bedeutende Frauen in dieser Republik aufeinander losgehen. Denn es geht um unsere Sicherheit, es geht um unsere Wurstbrote, es geht um unsere Hähnchen, um unsere Steaks. An uns denkt aber keiner. Und wenn es so weitergeht, wird es nicht lange dauern und Bärbel Höhn betoniert sich vor einem Schweinestall ein. Aus Protest! Eigentlich, wenn man dem Tratsch glauben darf, sollte Bärbel Höhn den Job machen, den jetzt die Renate macht, aber Joschka Fischer mag sie nicht. Und wenn es so weitergeht, dass diese beiden Frauen aufeinander losgehen, frage ich, wann die eine anfängt, über die Frisur der anderen abfällige Bemerkungen zu machen. Frauen können da sehr emotional reagieren. Wir Männer sind da anders. Wir sagen, wie halt Maul, das Kind, und damit hat sich's. Ja? Renate Künast hat zum Beispiel kritisiert, und das wusste ich auch nicht, die Blutproben von unter Maul- und Klauenseuche-Verdacht stehenden Tieren wurden mit dem Auto nach Tübingen gebracht, aus Münster. 600 Kilometer sind das. Für mich naheliegend. Ja? Aus Hessen wurden sie mit dem Hubschrauber gebracht. Jetzt geht die Diskussion, soll man nicht mit Privatjets sozusagen auf dem Hof von oben die Blutproben hoch und dann nach Tübingen. Es ist überhaupt gut, dass das alles nach Tübingen gebracht wird, dass es nicht in Frankfurt sowas noch gibt oder in Hamburg, sondern dass man in Tübingen in aller Ruhe zentral untersuchen kann. Und vielleicht konnte man das kombinieren, indem man einfach sagt, gebt doch die Blutproben Hans Eichel mit, wenn er wieder im Flugzeug unterwegs ist. Dann geht das sozusagen schneller und es kostet den Steuerzahler nicht extra. Es ist ja unser Geld! Unser Geld! Unsere Umweltministerin, auf die wir stolz sind und die wir uns nicht kaputt reden lassen, von denen in Berlin. Bärbel Höhn hat gesagt, jeder Tag, an dem wir nicht impfen, ist ein verlorener Tag. Jeder Tag, an dem wir nicht impfen, ist ein verlorener Tag. Für mich ein klassisches Schlusswort von Jürgen Fliege. Heute Abend, meine Damen und Herren, zwei junge, dynamische Erfolgstypen zu Gast von unserem befreundeten Erfolgssender NTV. Der Sender, der übrigens persönlich für die schlechten Börsenkurse verantwortlich ist. Wenn Sie in den letzten Tagen auch Milliarden verloren haben, gehen Sie hin, demonstrieren Sie vor NTV. NTV ist verpflichtet, Ihnen das Geld zurückzuzahlen. Ja, können Sie auf mich berufen. Die haben die. Die haben die Kohle im Keller. Ihre Kohle! Morgen ab 8 Uhr. NTV, NTV, gib die Kohle raus! Ja. Zwei von diesen jungen Millionären haben wir heute Abend bei uns, die ein neues Konzept, das sich überraschenderweise um ein Quiz handelt, sehr erfolgreich in NTV vorgestellt haben. NTV wird immer mehr zu einem Entertainment-Sender. Und es ist das NTV News Quiz. Und die spannendsten Fragen aus Zukunft und Vergangenheit werden Sie heute Abend hier bei uns auch mal stellen. Bei uns heute Abend Robert Skupin und Volker Wiebrecht.
Dank. Eines der großen Idole, Boris Becker, meine Damen und Herren. Bei allem privaten Knatsch in der letzten Zeit hat er einen Mann, der sich nicht unterkriegen lässt. Er sagt, seine AOL-Spots, seine sehr gut akzeptierten AOL-Spots gehen weiter und er wird seine veränderte private Situation heute in diesen neuen Spots einbringen. Und wir haben das für Sie bei den Dreharbeiten beobachtet. 9 AOL-Spots von Boris Becker. Und wenn Sie aus Hannover sind, Gäste aus Hannover hier heute Abend? Ja, wo ihr anleuchtet. Herzlich willkommen. Haben Sie gehört, die Love Parade soll nächstes Jahr bei Ihnen stattfinden? Ja. Und zwar in Berlin soll zeitgleich mit der Love Parade eine Ökodemonstration stattfinden. Und das ist natürlich wichtig, dass sie genehmigt wird. Und da hätte man jetzt keine Zeit für die Love Parade. Und da soll die Love Parade in Hannover stattfinden. Eine tolle Sache eigentlich, oder? Soll aber nicht Love Parade heißen, sondern Titten-Expo. Liebe Hannoveraner, das müssen Sie schon darauf einstellen. Wenn die Love Parade nach Hannover kommt, ist ganz Hannover hinterher im Grunde ein türkischer Pavillon. Also ein bisschen. Sehr viele Gäste. Ich bin in diesen Tagen besonders stolz, denn Sie wissen, dass ab nächster Woche Champions League exklusiv Inside 1, die Formel 1 exklusiv Inside 1, eine große Samstagabendshow moderiert von Ralf und Michael Schumacher. Alles Inside 1 in diesem Frühjahr im Happy-Programm Ihres Lieblingssenders. Und eine echte Sensation ist wirklich, dass Wer wird Millionär mit Günther Jauch demnächst auch Inside 1 läuft. Die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. 15 Millionen Zuschauer jede Sendung. Großartiges Konzept. Grandios gemacht von Günther Jauch, aber mit einem Erfolg von Wer wird Millionär ist diese Kreativität der Macher. Man lässt sich immer wieder Spezialausgaben einfallen für besonders interessierte Zuschauergruppen. Und ich glaube, die heutige wird eine echte Sensation. So, vor mir sitzt jetzt der Herr... Drauf. Drauf? Nein. Drauf, mit F, wie der Vogel drauf. Sie lispeln, ja? Ein bisschen. Ah, schön. Für 32.000 Mark möchte ich jetzt das hier von Ihnen wissen. Wie macht die Schlange? A, B, macht sie B, L, oder C, oder D, S. Wie macht die Flamme? Das ist schwer. Einen Joker verbraten? Hm? Nein, ich werf das. Die Flange macht. Also Antwort C, ja? Nein, nicht. Sicher? Ganz sicher. Herr Frau meint, die Schlange macht. Aber sie macht. Pfeife! Ja, dumm gelaufen für Herrn Frauf, aber freuen Sie sich schon auf die nächste Folge von Wer wird Millionär für Listler? Nur bei RTL. Ich bin schon sehr religiös gestimmt jetzt. Vor österlicher Zeit. Ja. Übrigens, wo wir schon. Rudi Carrell, unser Liebling des Monats, hat geheiratet, auch nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch von uns vor einigen Tagen, überraschend in Australien. Mhm. Unser Liebling des Monats als Nachfolger von Kurt. Football is coming home back. Und in Vorbereitung auf das Osterfest lese ich regelmäßig das Fachblatt Christ in der Gegenwart. Ich habe früher Christ in der Vergangenheit gelesen und eine Zeit lang Christ in der Zukunft abonniert gehabt, aber Christ in der Gegenwart spricht mich mehr an. Und das Interessante, meine Damen und Herren, ist, unter der Überschrift Gemeinde am Sonntag finden wir einen Artikel in der Fernsehshow im Gottesdienst. Und es wird darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Bio, Gottschalk, Günther Jauch, Messdiener waren. Mhm. Ja? Und das Interessante ist, es wird ein Bezug hergestellt zwischen der Kirchenmusik und der Musik von Helmut und unserer großartigen Band in unserer Show. Und zwar
einen Eindruck von vorkonziliarer Verfasstheit der Kirchenmusik. Was bedeutet vorkonziliar? Ja, also vor dem Konzil. Vor welchem? Na, wahrscheinlich vor dem von Johannes dem 23. Bin stolz auf dich, mein Sohn. Johannes der 23. Johannes der 23., das zweite Vatikanische Konzil. Wir Katholiken wissen, was das bedeutet, oder? Ab da Gottesdienst nicht mehr in Lateinisch, sondern im Heimatdialekt. Ab da der Priester nicht mehr mit dem Rücken zum Publikum die Eucharistie gefeiert, sondern mit dem Gesicht zum Publikum. War für viele gewöhnungsbedürftig, plötzlich den Priester ins Gesicht sehen zu müssen. Aber im Rahmen einer permanenten revolutionären Erneuerung natürlich ein wichtiger Schritt. Und bis heute unübertroffen, kann man sagen. Ja. Gott sei Dank ist mir das Wert noch eingefallen. So, und zwar vorkonziliar. Das heißt ja im Grunde, mit der Art, wie wir hier Musik machen, gehen wir zurück in die gute alte Zeit, als es noch heißt Ego te absolvo. Und Helmut konnte sogar das ganze Confiteor noch auswendig. Ich konnte das mal, ja. Ja. Aber ich kann das nicht mehr. Aber es ist schon sehr interessant, weil ich habe das auch immer so gesehen. Wirklich? Die Art, wie wir hier Musik machen. Zumal wir ja quasi auch damit angefangen haben. Meine erste Musik war ja in der Kirche, wie ich dann so... Stimmt. Und du bist eigentlich jetzt im Älterwerden und in diesem auch Abschließen langsam mit dem irdischen Dasein. Den Weg hierher in die Basilika St. Mülheim gegangen. Und hier steht es. Einen Eindruck von vorkonziliarer Verfasstheit der Kirchenmusik, nicht von ihrer Qualität, können wir in der Harald-Schmidt-Show bekommen. Die Musik in seiner Show hat absolut den Status vorkonziliarer Kirchenmusik. Ihr wird lediglich eine illustrierende, untermalende Rolle, dabei aber absolut dienende Rolle zugemessen. Hochinteressant. Selbst die kleinste Geste von Schmidt wird in vollkommener Weise mit einem Tusch garniert, vergleichbar dem vormals geheimnisvollen Schellen bei der Wandlung oder beim eucharistischen Segen. Da gibt es also nichts zu lernen. Begreife ich nicht den letzten Satz. Aber dieses Schellen, das war dann immer bei der Wandlung, ja? Wenn der Pfarrer die Hostie gehoben hat, kling-kling. Das kam ein paar Stellen, bei der Wandlung auf jeden Fall. Wenn er Wein gehoben hat, den Kelch, kling-kling, wurde auch abgeschafft dann. Ja. Schade. Schade, ich fand das auch. Wollte aus Protest aus der Kirche austreten, als das Klingeln abgeschafft wurde. Ja. Aber ich bin in den Gottesdienst gegangen, wo heimlich geklingelt wurde. Pater Leppich zum Beispiel. Haben wir früher, es gab ja auch in Frankreich so Frère irgendwas, wo der Gottesdienst vorkonziliar noch gefeiert wurde. Aber das Klingeln gibt es meiner Meinung nach immer noch. Das Klingeln? Ja. Nein. Wann warst du das letzte Mal in der Kirche? 3 Wochen. Ja? Und haben sie nicht geklingelt? Nein. Echt nicht? War ja offen. Na, es wird ja nicht mehr geklingelt, oder? Sind Herrschaften hier, die katholisch sind? Ja. Ich meine, gehen Sie auch in die Kirche? Wird noch geklingelt? Ja. Es wird noch geklingelt? Ja, klar. In jedem Gottesdienst? Ja. Ja. Bin ich am Ende gar nicht katholisch, hab's nicht gemerkt. Es wird noch in jedem Gottesdienst geklingelt? Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Georgie nickt auch schon wieder, weißt du, um sie beliebt zu machen beim Publikum. Damit er nachher Leute mit nach Hause nehmen kann und so. Unglaublich. Aber das ist natürlich sehr, sehr peinlich. Das habe ich nicht mitgekriegt. Es wird noch geklingelt. Ja, wir können das ja mal in der Show zeigen, an welchen Stellen geklingelt wird. Ja, wenn, dann wird bei der Eucharistie geklingelt. Ja, das ist schon klar, wann geklingelt wird. Kling. Och, das ist... So klingt das? So nicht, nein. Nee. Wir werden das klären. Das ist sehr peinlich. Ich werde das. Wo kommen Sie her? Oh, hier. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. In Gönnesheim. Ja. Und es ist aber ein Gottesdienst, der auch das Zweite Vatikanische Konzil berücksichtigt, oder? Sollte. Sollte. Sind Sie Ministrant? War. Aha. Wie lange? 8 Jahre. Und seit wann nicht mehr? Seit einem Jahr. Und da wurde echt noch geklingelt beim Schluss. Ich verstehe das nicht. Das irritiert mich völlig. Das bringt mich völlig durcheinander. Können wir die Sendung abbrechen? Was? Ja,
Kommen wir zu einem anderen Thema, meine Damen. Wir werden das klären. Also ich muss es klären. Komisch, ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe das nicht mehr gehört. Vielleicht war ich gerade draußen. Irgendwo nach nebenan gegangen bin und was trinken oder so. Aber das kann ich nicht. Ich werde das genau checken und dann werden wir das minutiös hier klären. Und ich werde mich natürlich auf einen Bußgang begeben für diese Nichtkenntnis. Bußgang, das ist das Stichwort. Ein anderer Sünder, der vom Herrn gesagt bekommen hat, es wird jetzt langsam Zeit, dass du umkehrst und wieder anfängst, im Davis Cup zu spielen, dreht einen neuen Werbespot. Boris Becker. Und Sie wissen es alle, er wurde böse, böse, böse von den Frauen hereingelegt und angeschwindelt, betrogen. Sein Vertrauen wurde missbraucht. Er wurde so angelogen, dass man fragt, wie kann ein Mann das aushalten, ohne ins Kloster zu gehen, Mönch zu werden, sein Leben durchzuklingeln. Ja. Nein, Boris Becker wäre nicht der Unberührbare, der er ist, wenn er sagt, ich baue diese veränderte Situation ein in meine neuen Werbespots, die er jetzt dreht für AOL. Und wir bedanken uns bei AOL, der fantastischen, was ist das für eine Firma? Das ist Internet-Erfolgskonzern, genau. Dass sie uns erlaubt hat, die Dreharbeiten zu diesen neuen Spots, die viele schon jetzt für die besten halten, die jemals überhaupt hergestellt wurden, zu beobachten. Endlich ist es geschehen. Unsere Gebete wurden erhört. Die heißeste Offenbarung seit den 10 Geboten steht uns bevor. Moses Becker dreht neue AOL-Spots. Der souveräne Hobbydenker verarbeitet seine Scheidungschose und den ganzen Samenkladderadatsch in einer pfiffigen Kampagne. Wir von der Harald Schmidt Show haben für Sie vom Publikum exklusiv die Dreharbeiten besucht. Wir werden dann soweit, Herr Becker, ja? Okidoki, ich trinke nur eben meinen Wodka aus. Prima. Kamera ab. Läuft! Und bitte. Die neue E-Mail-Adresse von Babs. Sie vermisst mich. Naja, ich bin der wichtigste Mensch, der einer Frau begegnen kann. Ne? Da wird jede hörig, ne? Und Mama. Von mir kommt keine los. Schön. Machen wir gleich nochmal, Herr Becker, ja? Okay, ich brauche nur einen kleinen Schluck. Ja. Ich krieg hier nichts von Mama, ja. Bin soweit. Kamera ab. Neue Mail von Ibabs interessiert mich ein Scheiß. Meine Mutter hat mich immer gewarnt vor dummen, gierigen Frauen. Dumm und gierig bist du selbst, hat sie gesagt, ja. Also super, Herr Becker, aber wir unterbrechen mal kurz. Das war noch nicht so. Ich hätte gern noch Wodka, ja? Und bitte. Warum wollt die Perle in der Wäschekammer nicht schlucken? Herr Becker, das ist doch scheiße. Komisch, die Weiber, ne? Müssen immer so zicken. Dabei schmeckt meins bestimmt prima. Sackcremig oder ein bisschen süß-sauer, ne? Muss ich echt mal probieren. Okay, danke, Herr Becker. Machen wir mal hier Schluss besser, ja? Nee, auf keinen Fall. Die Menschen haben ein Recht, auf die Wahrheit zu erfahren, ne? Ein eindeutiger Trend in diesen Tagen, nachdem ja die Börse sich auf Einstiegskursniveau begeben hat, ist die Rückkehr zur Immobilie. Hast du das auch festgestellt? Sagt man. Nein, es ist so. Du kannst es überall lesen. Die Immobilie, die lange Zeit geächtet war. Mhm. Warum? Weil die Spekulationsfrist hinter unserem Rücken auf 10 Jahre erhöht wurde. Erst waren das 2 Jahre. Und dann hat Hans Eichel heimlich nachts die Spekulationsfrist für Immobilienverkauf auf 10 Jahre erhöht. Und haben sich viele aufgeregt. Das ist, glaube ich, 98. Auch wenn du zum Beispiel 98 ein Haus gekauft hast, hättest du es 2000 mit vierfachem Gewinn steuerfrei verkaufen können. Mhm. Jetzt hat Hans Eichel es heimlich erhöht. Jetzt musst du 2008 warten, auch wenn man es 98 gekauft hat. Verstehst du? Da protestieren jetzt viele. Und dann hast du viele Geld an der Börse verloren. Da ist doch klar, dass man sich wieder Häuser kauft. Aber welche? Wo soll ein Haus sein? Wie soll es aussehen? Und man hört es immer wieder. Was ist das Entscheidende bei einer Immobilie? Die Lage, die Lage, die Lage.
Das ist das Allerentscheidende. Wo geht die Sonne morgens auf? Wo geht sie abends unter? Wo kann der LKW durch meinen Garten fahren? Wo höre ich das Flugzeug, wenn es in der Einflugschneise die Landeklappen ausfährt? Und wir haben für Sie einige Häuser ausgewählt, die vielleicht für Sie ein Anreiz sein könnten, sich selber eine Immobilie zuzulegen. Ich würde mal mit etwas anfangen, was zugegebenermaßen ein bisschen teurer ist, aber es lohnt sich. Das hier ist ein Haus, das finden Sie natürlich zum Beispiel hier in Köln, nicht in der Innenstadt. Wo findet man sowas hier? Das ist Hürther Mülheim? Nein. Hochkirchen oder Delbrück. Ja. Oder, also ein bisschen außerhalb von Köln. Ja, genau. Ja. So ein Haus kostet hier, was kostet so ein Haus hier in Köln? Ich würde sagen 1,2 Millionen Mark. Ja, kommt ja. Also mit dem Tennisplatz bestimmt. Ja. Mit dem Tennisplatz natürlich. Gut, der Tennisplatz ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn man schon mal baut, würde ich heute sagen, mit Tennisplatz. Ich meine, Sie haben einmal den Dreck, Sie haben einmal die Handwerker da und es ist ja auch ganz anders. Wissen Sie, Sie müssen sich ja so vorstellen, der Besuch kommt ja hier. Brum, 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 brum. Hallo! Kommt rein, dann stehen Sie also hier so mit Ihren Hausschuhen. Die Tür gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Das sind fast meine Lieblingstüren. Das sind Kunststofftüren, die aber aussehen wie Holz. Lassen sich da nicht die teuren, echten Holztüren einquatschen. Ja? Die verwittern, die dehnen sich. Holz arbeitet, Kunststoff hat noch nie gearbeitet. Ja? Kunststoff bleibt so, wie er drin ist. Das sieht keiner. Das sind diese Türen. Und stell dir vor, und dann geht man hier rein, ja, und sie sagen, ach, lass doch die Schuhe an. Nein, komm, wir bringen doch den ganzen Dreck mit rein und so weiter. Und dann gehen der Besuch raus und dann, ja, das habt ihr uns ja gar nicht gesagt, dass ihr einen Tennisplatz habt. Ja, wir wollten erst nicht und so, aber dann ist der Onkel Heinz gestorben und so weiter. Und, ja. Ja, man muss ja das Geld irgendwo anlegen. Und das ist hier ein Haus, würde ich sagen, 1,2 Millionen Mark. Hier mit Partyzelt, das ist ganz wichtig. Partyzelt und auch, guck mal, das zeige ich mal hier, das sind auch so wirklich sehr, sehr schöne Gartenmöbel. Bei Gartenmöbel würde ich sagen, investieren Sie ins Haus richtig. Bei den Gartenmöbeln muss man nicht viel ausgeben, die kann man sich im Baumarkt irgendwo mitnehmen. So Plastikmöbel, die nach 2 Wochen schon ein bisschen versifft oder so aussehen, ist wurscht, aber man sitzt ja nur drauf, man sieht es nicht und so weiter. Und dieses Partyzelt ist ganz wichtig. Das hat natürlich, müssen Sie wissen, nach dem ersten Sommer hier oben braune Flecken. Das schifft so ein an den Rändern. Ja. Ich muss natürlich eins sagen, ich bin ein großer Weiß, ich mache ja jede Woche eine Party bei mir zu Hause. Ja. Ja, also bei mir sind ja Gäste, das ist ja, mein Haus ist ja ein einziges Gästezimmer. Und ich muss ehrlich sagen, diese Zelte können Menschen dazu führen, dass sie sich aufhängen im neuen Haus. Ja, nicht im Zelt, aber im Haus, wenn du bei schlechtem Wetter in dieses Zelt rausguckst. Es sieht absolut depressiv aus. Es hängt wirklich so schon wie erektile Dysfunktion in den Seilen. Hier oben drin sammelt sich das Rebenwasser an und Sie sehen dann, wenn Sie es genau sehen, sehen Sie meistens irgendeinen in so einem Trainingsanzug mit einem Besen von unten das Wasser weg. Also, ja. Ein tolles Haus. Das hier ist natürlich fantastisch. Das ist schon was ganz Tolles. Das kostet ein bisschen extra, aber es ist es wert, dieses Hacienda-artige. Hier daneben, neben dem Fenster. Das hier. Das sieht natürlich die Mülltonne. Die stellen wir aber nicht hier hin, oder? Ja, die ist schon vor der Tür. Die ist natürlich draußen vor der Tür. Vielleicht sollte man um die Mülltonne was rumbauen. Das habe ich jetzt häufiger gesehen. Ich finde Mülltonne, also wie viel hat man 3 heutzutage? Du hast 3 Mülltonnen? Sag mir, wie viel ich habe. Ich soll jetzt raten, oder was? Ja, nein, sag mir doch. Du weißt ja, dass ich vorschriftsmäßig mich verhalte. Wie viele Mülltonnen habe ich? Ich habe mich verzählt heute Morgen. Das Klingeln aus der Kirche hat mich so gestört dabei. Wie viele Mülltonnen habe ich? Ja, also ich habe eine. Also wenn du 3 hast, also... Ist ja, wieso eine? Wirfst du alles in... gut, du bringst jetzt den großen Müll hierher mit in die Sendung und wirfst ihn hier unten. Aber du brauchst eine Biotonne und normal, oder nicht? Bei uns im Viertel gibt es keine Biotonne. Bei euch im Viertel gibt es keine Biotonne? Nee. Ist das erlaubt? Wieso muss ich da eine Biotonne haben? Ja, das ist von Viertel zu Viertel unterschiedlich. Es gibt auch Viertel, da wird der Sperrmüll automatisch immer abgeholt, alle 2 Wochen. Was? Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Das kommt auf die Bezirke an in Köln. Ja? Ja. Und du brauchst keine Untersperrmüll? Ja, du bist ein besser verdienender Bezirk bei dir. Nein, überhaupt nicht. Hast du auch noch eine Papiertonne? Nee, Papiertonne habe ich keine. Also. Papiertonne. Eine gelbe Tonne dann? Nee, eine braune und eine graue.
20 Liter jeweils. Ach so, 20 Liter. Georgie! Hier! Georgie führt einen schlimmen Müllkrieg, ja, in seinem Heimatort, weil er wäre bereit, eine größere Tonne zu bezahlen. Ja. Ja? Aber wenn man ihm erlaubt, stimmt es, Georgie, eine kleinere dafür hinzustellen, er sagt, okay, ich zahle die große, ich brauche nur die kleine, ich sehe es aber ein, ich unterstütze diesen Staat, ich zahle die große. Nein! Man will ihn zwingen, eine große hinzustellen. Schlimm. Okay, aber wir sind keine Kommunisten und wir akzeptieren das und stellen die große hin. Dieses Haus, muss ich sagen, dieses Haus hier, 1,2 Millionen Mark, würde ich sagen, mit einem Nettoeinkommen von 2,8, 2,9 durchaus finanzierbar. Zahlen 50 Jahre ab, kein Urlaub, Kinder fahren 3 Stunden in die Schule mit dem Bus jeden Tag, weil ein bisschen außerhalb wohnen, aber man wird sie natürlich beneiden und es lohnt sich, denn das kann ihnen keiner mehr nehmen, außer die Bank. Natürlich. Und ihnen darf natürlich nichts passieren und die Frau darf nicht abhauen und so weiter. Das sind natürlich Fälle, gut, da steckt keiner drin. Aber ich würde sagen, 100%, 1% Tilgung, vielleicht die ersten 30 Jahre überhaupt tilgungsfrei. Mhm. Abzahlen, 1,2 Millionen aufnehmen, 6% sind 72.000, 1% von 1,2 Millionen sind 12.000 Mark. Ja. 72.000 Mark im Monat durch 12 sind... 72.000 im Jahr, 6.000 pro Monat. Pro Monat. Mhm. Müssen Sie halt noch irgendwo her ein bisschen... muss die Frau arbeiten gehen. Ja. Muss die Frau arbeiten gehen. So. Das hier, oh, das sind aber zwei Häuser, da wird es aber schwierig, wo man sich richtig entscheiden kann, oder? Das hier ist ein Einfamilienhaus, das ist schon ein bisschen weiter außerhalb. Ja. Ja? Das würde ich sagen, das hier ist eher so bergisches Land. Ja. Aber, dieses, ja? Also, aber ja, im bergischen Land wird ja viel neu gebaut. Also, auf Fachwerk. Ja, aber im das Stil ist dieser schönen Fachwerktradition. Wusstest du eigentlich, dass ich fachwerksüchtig bin? Ehrlich? Ein Traum. Also Fachwerk ist für mich das Schönste. Was ich... Das hier ist so, sage ich mal, das ist so Großraum Düren. Ja. Ja? Was kostet dieses Haus? Ich würde sagen, das kostet 280.000 Mark. Na, das ist doch ein Zweifamilienhaus. Das ist schon ein Zweifamilienhaus? Ja, das kostet schon 560.000. Im Großraum Düren kostet so ein Haus 65.000 Mark? 560. Das Haus ist älter. Schau dir die Garagen an. Hier, das Haus ist 30 Jahre alt. Naja, gut, dann vielleicht 350. Ja, da ist natürlich das Grundstück billig. Der kostet Quadratmeter 20 Mark. Ja, genau. Oder so, hier, bei dem Grundstück. Ganz wichtig hier, Wohnwagen. Kaufen Sie sich bitte nie einen zu kleinen Wohnwagen, meine Damen und Herren. Schauen Sie, hat die richtige Größe. Ja? Der muss natürlich aufpassen, der rostet leicht. Aber Sie können sich zum Beispiel davor schützen, dass Ihnen die Sonne die Polster ausbleicht, indem Sie, das habe ich bei mir zu Hause gemacht, Zeitungspapier in die Fenster reinstopfen. In den 51 Wochen im Jahr, wo Sie den Wagen nicht benutzen. Ja? Weil sonst bleicht das auch. Das hier hinten ist für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Naturstein auf der Terrasse. Das können wir gar nicht sehen, weil ich kann es mal schräg halten. So. Das ist ganz was Feines. Das ist natürlich so, dass das gerne mal in der Winterzeit Frost reingeht, in die Ritzen und es bricht auf. Da musst du ständig hinterher so irgendwie mit dem Mörtel und so weiter das ausgleichen. Das kann natürlich die Freude ein bisschen mildern. Man kann hier aber auch Linoleum drüberlegen. Oh, ja. Sieht keiner. Sieht keiner. Vorne eine Kunststofftür rein, hinten Linoleum drauf. Sieht keiner. Spart, sieht bombastisch aus, ja. Hier oben, das gefällt mir, das ist ein Zimmer, da wohnen die Kinder. Weißt du, das ist so, das heißt, glaube ich, Ausbaureserve. Ja. Das ist ein Zimmer, wo man eigentlich die ersten 18 Jahre so geht. Ja, und wenn man dann gerade gehen könnte, weil ausgebaut wurde, kann man es nicht mehr. So. Aber es ist, ich finde, das ist ein Zimmer, man kann da Poster aufhängen. Ich durfte nie Poster aufhängen in meinem Zimmer. Nein? Nie! Wollte Pony-Poster aufhängen. Und nichts! Komm nicht in Frage. Nicht zur Gaube ausgebaut? Na, Gaube, bitte. Gaube kann wir nicht mal aus dem Wörterbuch. Das war so ein Haus, da haben aber 10 Familien drin gewohnt. Das ist sehr schön. Das ist natürlich was Feines mit einem Außenpool. Ein Außenpool wird Ihnen oft von Neidern madig gemacht. Ich kann Ihnen nur empfehlen. In unserem Breiten ist eigentlich ein Außenpool das Schönste, was es gibt. Wirklich wahr. Sie können ihn dann locker 2 Tage im Jahr benutzen. Sie müssen halt, so ein Außenpool hat ungefähr Nebenkosten von 2.500 Mark im Monat. Denn, also,
hin und wieder kippt mal der Pool, wie man das so nennt. Das heißt, ja, es bilden sich Algen. Mhm. Da sind natürlich oft tote Tiere drin, mhm, wenn sie vergessen abzudecken. Und diese Umweltanlage, da passiert es oft, dass sich Haare oder alte Blätter unten drin verfangen. Und dann hat man keine Freude. Das sind sie dann. Menschen, die keine Freude am Außenpool haben, erkennen sie, weil nur der Pool noch halb voll ist mit Wasser. Und die Oberhälfte von den Kacheln ist grün. Und wenn sie zu ihnen sagen, hey, ihr habt einen Pool, ach komm, hör doch auf. Ich kann nicht mehr. Toll. Das hier ist eigentlich ideal, würde ich sagen, für junge Familien. Ja. Oder? Ja. Was kostet so ein Reihenhaus hier? Das hat schon im Näher an Köln dran. Das ist schon Kerpensindorf. Ja, Kerpensindorf, ja, das ist auch Müngersdorf schon, außerhalb von diesem Psychoviertel im Müngersdorf. Ja, das ist eher Weiden oder so. Ja, so Löwenich. Weiden, ja. Löwenich, was kostet sowas in Köln, so ein Reihenhaus? Ja, da muss man schon auch 400.000 zahlen. Viel teurer. Ja. Wette ich. Also reine Neubaugebiete, bitte? Nach dem Motto, gucken Sie mal, Musterhaus. Das ja, Lorenz Rinn, also wo im Dialekt geworben wird in den Immobilienanzeigen, das spricht, glaube ich, für besondere Seriosität. Lorenz Rinn, Nossendorf. Sonntag 12 bis 14 Uhr. Meine Lieblingsannonce ist, Pechvögel lernen uns zu spät kennen. Nur noch ein Haus frei. Rechtzeitig, schlüsselfertig, 230.000 Mark, da kann auch kein Haken sein. Nee. Bei so einem Haus, schlüsselfertig, in zentraler Lage, 230.000 Mark, top. Ich noch sofort unterschreiben, bevor ich es gesehen habe. Das Tolle hier ist, das sind natürlich Häuser, die erfordern eine gewisse psychische Stabilität, weil man wohnt sehr, sehr nahe auf der Nachbarn, was natürlich das Schöne ist. Man kennt sich, man hat Vertrauen. Mhm. Es sind aber häufig diese Häuser, wo plötzlich Familienmitglieder aufwachen, haben einen Beil im Kopf. Weil einer durchdreht. Durch Gerüchte, durch Tratsch. Es ist doch häufig so, es ist doch, ist mal ehrlich, man wohnt 12 Jahre nebeneinander. Man ist Taufpate bei den Kindern, man war bei der Hochzeit vom Ältesten eingeladen. Ja? Dann muss irgendwie die Frau, sag mal, aus diesem Haus hier ins Krankenhaus so Zyste weggemacht oder so. Ja. Nee, sag mal, ganz normal. Ganz normal, gutartig. Zum Glück. Und dann fängt in dieser Zeit der Mann von der Frau was an mit der Frau hier, wo die Frau im Krankenhaus liegt. Und da spricht sie rum und das kommt raus. Und dann diese haben sich eigentlich immer rausgehalten. Diese Leute hier, die kamen vor 10 Jahren aus Polen und haben ganz... Moment, entschuldige mal, grundanständige, fleißige Leute, die sich hoch, ganz, ganz bescheidene Leute mit 3 Kindern, die sich hochgearbeitet haben. Und plötzlich schreit man sich von hier nach darüber, obwohl sie mit Zyste im Krankenhaus lag. Und dann ist es so, dass sozusagen der Vater von hier mit den 2 ältesten Kindern hier einzieht, mhm, ja, und die Mutter darüber und man hier natürlich eine Trennwand macht. Weil man, und dann gehen die Prozesse los, verstehst du, mit Anwälten. Dann muss das Haus verkauft werden, ist ja klar, weil diese Anwälte kosten ja ein Vermögen, obwohl man sozusagen alles investiert hat. Und es sind schöne Häuser. Mit diesem Grill. Hast du einen Grill? Ja, aber so für 5 Mark aus dem Kodi. Du sollst ja wirklich mal einen schönen Grill kaufen. Also nee, Grill, also verstehe ich. Ein Grill, für mich ist ein Grill, dass das... Ach, du hast doch auch keinen Grill. Ich habe einen Grill. Du hast einen Grill? Ich habe so einen Grill hier. Habe ich. Das ist für mich ein Marterl, weißt du? Das ist Fleischanbetung. Ja. Beim Grillen ist für mich nicht nur das Fleisch das Entscheidende, sondern die Atmosphäre. Ach so. Man setzt sich rum. Ich habe dann auch so eine Grillschürze an, weißt du, wo so ein Hund drauf ist, der hat die Ohren als Pfeffer- und Salzstreuer. Und weil, also, wenn ich sie mal einlade, ich mache super leckere Gewürze. Ich stehe dann so und da darf mich keiner stören. Ne? Mit so einem Pinsel, also das bereite ich alles vor. Und dann habe ich so ein 3-Liter-Fass Bier für die Gäste. Und dann mit so einem Pinsel streiche ich das Fleisch ein. Und dann sitzt man rum und weißt du, was immer ist? Aber das ist für mich das Schöne. Das Schönste für mich ist beim Grillen Stühle aus dem Wohnzimmer raustragen. Weil es nicht genug Gartenmöbel gibt. Ja? Und das heißt, hol doch mal einen Stuhl aus dem Wohnzimmer. Ah, nicht hier. So, bitte dich. Wo sind wir denn?
Und dann vergisst man, die reinzuholen, weil man entweder besoffen ist. Ja. Und da geht das. Aber es ist schön. Es gibt für mich nichts Schöneres als Grillen. Was natürlich auch zu Prozesskosten führen kann, wenn der Nachbar nicht grillen möchte. Das ist klar. Eigentlich für mich das hier, glaube ich, also gerade als mit Kindern, Familie, ist das das Beste. Ja, absolut. Oder? Und du hast doch Nachbarn, man kann sich helfen und so weiter. Also wir können prinzipiell sagen, wir können nur zum Immobilien, was reibst du die Hände? Soll ich aufhören oder wie? Oder? Nein. Hast du gerade irgendwo Geld verdient nebenher? Bitte? Was? Ich freue mich auf den nächsten Grillabend bei dir. Ja, aber diesmal bringst du das Fleisch selber mit. Kaufen Sie ein Haus, meine Damen und Herren, wirklich, es lohnt sich. 6% ist drin heutzutage, 5-8 auch. Ich würde 10 Jahre festmachen, ja. Tilgungsfrei und gleichzeitig versuchen, das Geld durch einen Kredit am neuen Markt reinzuspielen. Verstehen Sie? Das ist immer, diese Zeit muss sein, das ist eine Verbrauchersendung. Ich würde einen Kredit von 1,2 Millionen Mark aufnehmen, 100% Auszahlung, ja, würde das Ganze nicht tilgen, sondern nur die Zinsen zurückzahlen und würde gleichzeitig nochmal 1,2 Millionen auf Kredit aufnehmen, die am neuen Markt, das ist jetzt günstig, günstiger kriegen Sie es nicht mehr wieder, investieren und bis in einem Jahr haben Sie es verdoppelt, dann haben Sie im Grunde 1,2 Millionen und das Haus bezahlt in 2 Jahren. Mehr kann man nicht mehr erwarten. Toi, toi, toi!